Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur zweiten Aufnahmesession. Ihr wisst alle, was wir hier spielen. Mit einer aufregenden Skillung. Ah, okay. Na, du bist ja nicht der Hellste, wa? Na, das nehme ich mal zurück. Ich habe mich nämlich aus Versehen geheilt. Und das, obwohl das hier so alles sehr knapp ist. Fängt ja schon mal gut an. Oh shit! Hier geht's ja richtig ab. So, haben wir uns jetzt beruhigt? Fantastisch. Übrigens, wenn ihr euch über Krach im Hintergrund wundert, draußen tobt das krasseste Gewitter seit langer Zeit. Es ist wirklich heftig. Also, ich habe mich ein klein wenig erschrocken, wie hell das vorhin im Wohnzimmer wurde, als die Blitze einschlugen. Irgendwo JWD, aber alter Schwede, war das auf einmal hell. Oh, wie praktisch. Oh, wie praktisch das ist. Guckt euch das an. Abgefahren. Was mache ich denn bloß mit euch? Damit hätte ich nicht gedacht, gerechnet, dass dieser Skill, den ich eigentlich so selten benutze, weil ich ihn nicht so gern habe, so extrem praktisch sein wird. Danke für die Karotte. Ich bin nämlich ein bisschen traurig, dass ich aus Versehen nicht geheilt habe. Jetzt kassiere ich auch noch so einen unnötigen Treffer. Ah, was soll das alles bloß? Hier ist noch was. Schade. Aber man kann nicht immer Möhrchen kriegen, wenn man ein Möhrchen will. Ich habe es auf die harte Tour gelernt. Das ist so krass. Ach so. Nee, lass mal stecken. Ein Bogen. An dem Equipment will ich jetzt erstmal gar nichts ändern. Das läuft viel zu gut. Aber ohne den Teufel an die Wand zu malen, wenn ich sterbe, dann wird es wahrscheinlich zum Grund haben, dass ich weggebasht wurde und nicht, weil mir die Heilung komplett ausging. Weg da. Sowas von weg da. Ich warte noch, bis der Cooldown durch ist. Dann gehe ich da mal rüber und gucken, was so geht. Okay, der hat das gar nicht überlebt. Alter, das... Wieso ist denn... Der Klingensturm so unglaublich stark. Vor allem seit wann? Boah, die Löten machen so ein Damage. Das ist echt irre. Ach, es ist halt... Und es ist nicht verflucht zur Abwechslung. Ugh, was ist das denn? Ja, Burning Targets, Enemies explode upon death. Stufe 6. Immerhin, mein Dolch ist 4, aber nee. Bleeding Targets mit 30%. Immer noch ganz weit vorne mit dem Ding. So, das. Genau, wenn wir jetzt da runter gehen, dann kommen wir so schnell nicht wieder hoch. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal unten. Bleiben wir jetzt erstmal oben. Ah, ich würde wirklich gerne ohne. Na, kommst du? Ach, Mist. Ihr könnt euch denken, was ich vorhatte. Das hat nicht funktioniert. Schieß doch nochmal, bitte. Für mich. Danke. Das klappt also nicht. Na gut. Aber das klappt auch nicht ganz. Okay. Das war sehr dumm. Scheinbar ist der Dropdown-Angriff ebenfalls stärker, wenn man diese Verstärkung konsumiert hat. Muss der Ausgang aber bald mal kommen, damit wir schon mal sicher wissen, wo der ist.
Da sind gleich zwei Vögel da unten. Mal gucken, ob wir den hier mit einem Dropdown kriegen. Ja, das hat funktioniert. Und das sitzen wir aus. Und da ist wieder einer. Da könnten wir hier rüber segeln. Ich wünschte, alle Räume... Oh, das ist der Ausgang. Das muss der Ausgang sein. Das ganz genau, das ist das Graveyard Wanderbra. Okay, wir haben noch eine Heilung und ein bisschen HP haben wir noch. Ja, ich bin halt echt gierig. Das wird wahrscheinlich auch mein Untergang sein, aber was soll ich sagen? Ich bin echt ein Gierschlund. Und ich habe auch immer große Probleme, nicht alles aufzudecken in einem Level. Ich kann einfach nicht loslassen. Ich rede gerade nicht so viel. Man merkt mir vielleicht die Anspannung an. Problem ist jetzt folgendes. Wenn wir da jetzt runtergehen, dann kommen wir nicht so leicht wieder hoch. Deswegen gehe ich jetzt nach ganz links. Und gehe... Da waren wir da. Da waren wir nicht. Sonst wäre der Vogel nicht da. Ich gehe jetzt nach ganz links und gehe am Boden entlang. Wenn ich jetzt nämlich da einfach... Oh, wir waren da doch schon, aber der Vogel hat uns nicht ab... Komisch. Würde ich jetzt ganz rechts runterfallen, müsste ich mich komplett durchkämpfen. Falle ich jetzt aber ganz links runter, kann ich mir die Option offen halten. jederzeit zurückzukehren. Okay. So, ich glaube, der Aufgang war hier vorne durch diese Tür da unten. Genau, die Tür ist auf. Hier ist eine Flash Grenade. Die Tür ist auf und die müsste jetzt nach oben führen. Und so sind wir nach oben gekommen. Und da oben ist wieder eine Tür. Ja, genau. Das ist der Durchgang nach oben und aus dem Level heraus. Das machen wir hier wieder mit dem Buff. Und dem Stun der Tür. Das haben wir jetzt einfach mal gestackt. Das bringt hier nichts. Hier auch nichts. Alles klar, dann gehen wir weiter. Hier ist auch nichts, nix. Dann weg. Okay, was kommt hier? Wieder ein paar Vögels und... Ach Mist, jetzt haben wir die Tür verschwendet, weil der Dolch dagegen geknallt ist, vom Dolchsturm oder vom Klingelsturm. Ah, ihr Spinner. Da warte ich jetzt auf meinen Damage-Buff. Gott, ist das Ding stark. Wahnsinn. Ich bin so begeistert von diesem Blitz. Also ich bin so echt richtig begeistert. Den versuchen wir mit dem Stun der Tür zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Nee. Scheiße Kugeln, ehrlich. Granate 5 plus 1 Skill und Burning Targets. Nee, lass mal stecken. Aber wir benutzen diese Tür hier, sobald mein Angriff bereit ist, also mein Aufladeangriff. Jetzt warte ich nur, dass die ein bisschen näher kommen und dann gibt's die Aufladung und den Blitz in den Rücken. Genau so. Das gleiche mache ich bei dem auch, nur ohne Aufladung. Einfach durchziehen. Der Stun der Tür, mega praktisch. Hoffentlich wird das nicht abgeschaffen. Das war so klar, du Bastard. Er steht wirklich mega günstig. Wenn er jetzt noch näher rankommt, dann wird er sogar drüber schießen können. Können wir den nicht irgendwie... Man könnte jetzt oben rumgehen. Ja, so ist es auch gegangen. Bam, 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 bam. Oh, der Elite. Mit dem möchte ich mich ganz ehrlich nicht anlegen. Das ist so ein Teleporter, Heino. Das wird ganz schwer, den unter CC zu halten. Das wird wirklich nicht einfach. Kann sich immer noch hinter mich stellen. Ich hatte wirklich gehofft, dass er das nicht hinkriegt, so wie ich da stand. Ernsthaft, ich hatte gedacht, er schafft es nicht, hinter mir zu landen. Mörchen?
Wirklich schade. Mensch, ich fange so langsam an, diese Typen zu hassen. Diese Teleporter-Heinis. Oha. Eflick Critical Hit, wenn below 50 HP, das sind wir. Deswegen ist auch die DPS da oben brutal hoch. Und ja, 2100 DPS. Holla, holla, Alter. Das sind mal eben 1000 mehr als das, was wir jetzt haben. Das ist jedes Mal ein Crit. Ich nehme das jetzt kurz mal mit. Und wir wissen ja, wo die Schwerter liegen. Lasst uns das nur einmal kurz ausprobieren. Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht. Wirklich nur einmal kurz ausprobieren. Wir gehen jetzt hier hoch, aktivieren einmal das hier, warten, bis der da verblutet ist und dann gehen wir das Teil mal ausprobieren. 800er Treffer machen wir und jetzt lege ich mich doch mal mit dem an, entgegen jeglicher Vernunft. Nur dieser Spinner muss dann mal weg oder ich versuche es mit einem Klingensturm, ihn zu baiten. Auch relativ ungern. Oh mein Gott. Elite Phaser, Alter. Haben wir den weggehämmert. Boah. 7er Meat Grinder. Habe ich noch nie gesehen. 7. Ernsthaft. Ich war schon weiter, aber 7er habe ich nicht gesehen. Und Burning Targets. Ja, oh, ihr kommt nicht an. Shit, da ist wieder so ein Teleporter. Bastard. Crit weg. Oh oh. Den möchte ich lieber in den Rücken überraschen. Was ist mit dir? Da warten wir auch, bis der Pirat sich umdreht. Oder auch nicht. Ja, Crit ist natürlich heftig. Okay. Ich guck mich da hinten gleich um. Ich guck gerade, was hier so geht. Na, kommt hier noch ein Stückchen zurück oder was? Ja, du ein Stück zurück. Komm ich an? Ich komme an. Sehr schön. Hey, du musst schon einen Ticken herkommen. Hat wenigstens einer getroffen. Er ist einfach immer auf dem Rückwärtsgang. Ist hier eine Rune? Nix. Oh mein Gott. Hör auf. Oh, das ist einfach unglaublich. Letzte Heilung. Gut, wir warten auf den Schuss. Ich hasse diese Gegner, ernsthaft. Das, was die alles können, ist... frech. Der explodiert also bei ihm, ja? Dann hast du hier mal eine Blutung und du kriegst gleich direkt noch eine, weil ich so nett bin. Ich bin heute echt in Geberlaune. Obwohl, eigentlich kannst du da sogar stehen bleiben. Ah, sie explodiert auch bei Kontakt. Ich habe da drauf nie geachtet. Jetzt weiß ich's. Wir haben keine Heilung mehr. Jetzt ist Ultra-Vorsicht angesagt. Wirklich, jetzt ist absolute Vorsicht mit Cremehaufen. Da ist die Rune. Oh. Über mir ist ein Spinner. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Mach die Tür auf. Dings und bam, 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 bam. Wieso hast du das überlebt? Ernsthaft. Jetzt sind wir ein bisschen in der Bredouille. Na, kommst du noch ein Stückchen mehr vielleicht? Oh, so ein Scheiß. Ist ein Witz. Keine Runen hier. Oh, wir sind komplett umsonst diesen Weg gegangen. Wir haben zwar HP gefunden, aber das hier unten, das war jetzt umsonst. Da warte ich jetzt auch wieder auf.
Oh nein, es hat ihn nicht gestunt. Ich krieg einen Anfall. Ist da oben was? Ist es wert, sein Leben da oben zu riskieren? Das können wir jetzt auf der... Moment, der guckt so komisch, der Kerl. Da ist nichts. Schaut's euch an. Da ist nichts. Wir sind hier durch. Ich hau ab. Ich mache einen Schuh. Wir verlassen dieses Level. Und zwar müssen wir hier hin. Und dann oben rum und dann sind wir hier weg. Die letzten Cells, die wir noch von den Gegnern kriegen könnten, das ist mir jetzt viel zu gefährlich. Diese Piraten hasse ich einfach wie die Pest. Wenn er zu seiner Schlagkombo ansetzt, kann er sich ultraschnell umdrehen. Diese blöden Kugeln sind überempfindlich. Und das mit der Tür, das hat mir gerade echt noch den Rest gegeben, dass der nicht gestunt worden ist von der Tür. Ernsthaft, keine Lust. So, war das der Ausgang oder der weiter rechts? Mal gucken. Wir brauchen ein Fahrspiel. Na, dann muss es der weiter rechts gewesen sein. Ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr, wo wir unsere Klingen haben liegen lassen. Scheiße. Ah, so ein Mist. Ich habe eine Vermutung. Also ich will die wieder haben, wie ihr sicherlich schon gehört habt. Denn wir werden nicht immer so wenig HP haben. Ich glaube, sie liegen hier. Nein. Okay, dann gebe ich es auf. Oh nee, Moment, sie liegen weiter unten. Sie müssten... Granate, Meat Grinder, sie müssten in eine dieser Türen sein. Ha. Tja, ich weiß auch nicht. Tja, dann müssen wir jetzt wohl mit diesem blöden Dolch vorlieb nehmen. Ja, scheiße. Ich hatte mir noch ganz fest vorgenommen, mir zu merken, wo sie liegen. Furchtbar ärgerlich. Furchtbar ärgerlich. Tschüss. 69. Oh Mann, wie das donnert draußen. 69 Cells nehmen wir mit nach Hause. Bam. Well, well, you're back. CC. I'm back. Face lohnt sich jetzt nicht. Das lohnt sich jetzt nicht. Knife Storm vielleicht. Ich würde jetzt am liebsten eine andere Waffe haben. Also ernsthaft, ich würde jetzt viele Waffen bevorziehen im Vergleich zu der, die ich jetzt habe. Block Attacks and Inflict Heavy Damage. Das ist ja auch interessant. Dass da wirklich so explizit Heavy Damage steht. So, jetzt können wir uns viermal heilen. Ansonsten weiß ich jetzt eigentlich nicht. Ich hätte gerne das Kamehameha gehabt. Aber das ist jetzt nicht wiedergekommen. Increased Damage, das bringt doch... Au! Es hat sich schon wieder aufgehängt. Ich hoffe, der Game Reset wird uns nicht bei Piraten reinlassen. So ein Ärgernis. Und das im Menü.